da los? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Raw Future, zu einer neuen Seele-Folge, ja, Selbstversorgung und selbstbestimmtes Leben. Und zwar zu einem Special, einem Fahrrad-Special. Und zwar habe ich mir was ganz Verrücktes vorgenommen. Ich bin auf eine ganz verrückte Idee gekommen, und zwar möchte ich mit dem Fahrrad, ja, mit reiner Muskelkraft von Deutschland nach Ungarn fahren, ja. Und zwar starte ich in Nidda, das ist in Hessen, in der Nähe von Frankfurt. Und bis zur ungarischen Grenze sind es ungefähr 900 Kilometer. Und das möchte ich innerhalb von 3 Tagen schaffen, ja. Also ein ganz verrücktes Ziel, ohne Benzin, ohne Diesel, ohne Elektro-Akku-Auto, sondern einfach mit reiner Muskelkraft, spontan und vegan. Ja, also könnte eine spannende Folge werden, und ich denke, ihr solltet sie euch einfach mal anschauen. Also, Film ab, viel Spaß. Schön, dass ihr euch hier neues Fenster. So, hier sieht man jetzt ein bisschen was von den Sachen, die ins Fahrrad eingebaut werden sollen. Also mehr oder weniger permanent. Natürlich, wenn ich das Fahrrad irgendwo länger stehen lasse, werde ich die rausnehmen, damit die nicht geklaut werden. Also ich werde jetzt zum Beispiel so Audiokabel installieren. Ja, hier ist auch eine Powerwall. Damit kann ich dann mittels eines MP3-Players bzw. eines Tablets, könnte ich dann hier 2 JBL-Boxen ansteuern, ja, und dann habe ich eben auch Sound im Velomobil, ne? Weil mit Kopfhörern ist viel zu gefährlich, und ab und zu ein bisschen Musik hören fände ich dann doch ganz schön. Ich werde nicht die Bluetooth-Funktion benutzen, sondern hier die Kabelfunktion. Deswegen liegen hier auch die Kabel. Das heißt, ich werde das komplett ohne Strahlung machen. Auch das Tablet wird dauerhaft im Flugmodus sein, ja. Also wir werden hier überhaupt keine Funkgeräte benutzen. Ja, komm, geh mal an hier. Ja, jetzt ist der an. Oh ja. Jetzt haben wir einen Stereo-Sound, hä? Und das soll jetzt eben an mein Fahrrad installiert werden. Jo. Wir haben 1 Uhr. Wir haben den 14. Januar, ja, 2019, also einer der kältesten Tage im Jahr. Mich würde mal interessieren, was so statistisch der kälteste Tag ist. Würde mich nicht wundern, wenn das der 14. Januar ist. Ja. Und ich werde heute noch, also in 7 Stunden, werde jetzt nochmal schlafen. Mhm. Dann werde ich mit dem Fahrrad aufbrechen. Ja. Ja. Weil du bleibst ja hier in Deutschland. Genau. Und für mich geht es dann nach Ungarn mit dem Fahrrad. Das sind von hier etwas über 1000 Kilometer. So, das sind jetzt die Sachen, die ich mitnehmen werde auf die Reise. Hier sind Klamotten, ja, die werde ich jetzt nicht einzeln durchgehen. Eine Jacke, ja, hier ist eben Powerbank, Gürteltasche. Ja, so ein paar Sachen zum Reparieren und zum Flicken habe ich auch hier. Werkzeug, Taschenlampe, ja, Mikrofon für die Aufnahmen. Ich habe hier 2 Action-Cams für die Aufnahmen. Ein bisschen Wasser. Hier ist natürlich auch noch ein bisschen Banane, ne? Das ist Antrieb, ja. Gesunde Kohlenhydrate fürs Radfahren, auch noch eine Avocado für später, hier ist ein Apfel drin, ein bisschen Kurkuma, ein paar Rohkostriegel. Ja, das habe ich vom Last bekommen, ja, später mehr dazu. Das ist Dattelschokolade, ja, Zucker, also ohne raffinierter Zucker oder Rohrzucker. Hier ist Abschirmkleidung, werde ich auch später noch was zu erzählen. Hier haben wir dann noch Mütze, Handschuhe, es ist ja kalt raus, wenn man rausgeht, Elektrosmog-Messgerät, ein Schloss. Ja, ein bisschen hier Kabelbinder und um Sachen zu befestigen, Speicherkarten, Kabel, ja, mein Laptop, ne? Und das ist so die Ausrüstung, die ich jetzt mitnehmen werde. So, gut geschlafen, aber wo? Habt ihr schon erkannt? Ja, beim Lars und Alexandra, ja, von Rohe Energie. Ihr, viele der Zuschauer werden sie bestimmt kennen, ja. Und zwar haben die, ich würde sagen, den größten YouTube-Kanal, wenn es darum geht, auf Vegan umzustellen oder Tipps über das vegane Leben, ja, zu erfahren. Also wir haben ja ziemlich zeitgleich gestartet, ne? Rohe Energie, 3 Monate vor Raw Future.
Das kann sein. Im März 2013 haben wir angefangen und du wahrscheinlich ein paar Wochen später. Genau, ja. Ich denke, wir haben uns gegenseitig inspiriert. Ich habe mir einige eurer Videos angesehen. Wir hatten mal Kontakt, ich weiß noch, über 7 vegane Hilfsmittel habe ich gepostet, irgendwie, was wir so haben an Mixern und so. Und dann hast du darunter geschrieben, ja, den habe ich auch. Ja. Und so, seitdem kennen wir uns, ja. Ja, wir waren ja schon zweimal hier, ne? Oder wir haben uns einmal so getroffen und dann waren wir einmal hier. Genau, einmal wart ihr schon hier und wir hatten uns schon mal in Mannheim, hatten wir uns schon mal getroffen. So war es, ja. Wir haben auch schon ein Video gemacht und ich verlinke euch auf jeden Fall den Kanal. Vielen Dank auf jeden Fall, dass wir hier die Nacht verbringen durften. Es war ja, oder die 2 Nächte, das war ganz spontan, ne? Weil wir sind hier in der Nachbarstadt, hatten wir jemanden, den Axel, der hat mein Fahrrad mal so richtig, das ist ein Vollprofi, was Velomobile anbelangt, der hat das mal richtig durchgecheckt, mal getuned, die Kette neu eingestellt und Schaltung, das ist ja was, wenn man so ein Fahrrad nicht kennt, was erstmal sehr schwierig ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ihr seid ja direkt um die Ecke, dann sind wir hingekommen. Sehr gut. Also danke nochmal. Ja. Ich will noch ein paar abschließende Worte sagen. Doch, ja, du bist spät dran. Ja, stimmt, wir haben schon nach neun, ich will es auch noch nach Nürnberg schaffen. Genau. Glaubt ihr, dass ich ankomme in 3 Tagen in Ungarn? Ich habe ja auch ein Video gemacht bei uns auf dem Kanal. Ich glaube es nicht, aber wir werden es sehen. Alles klar, super. Und Susi, wir sehen uns in 2,5 Wochen wieder, ja? Ja. Diesmal fahre ich alleine nach Ungarn und es wird spannend. So. Da ist noch was neben dem Ding, ne? Ich weiß. Ja, alles klar. Das ist schon ganz schön aufwendig, da rein rauszukommen. Ja. Aber du machst ja auch selten Pause, also wenn man selten Pause macht, geht. Naja, einfach laufen lassen. Bis nach Ungarn, ey. Ich schlaf hier drin. Ach, du machst das richtig zu da oben, oder? Ja. Ja, dann wird's auch warm. Aber es war auch gestern ohne dem Ding warm, aber das ist wegen der Aerodynamik. Das sind auch nochmal 2 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit mehr. Ne? Gut. Das ist ein Spielzeug. Ah! Genau, ich habe meinen persönlichen Rekord gebrochen. Man sieht es hier, ja, 83 km/h. Das ist jetzt also mein persönlicher, generell, also ich bin mit einem Fahrrad noch nie 83 Kilometer pro Stunde gefahren, ja, also das ist wirklich mein persönlicher Rekord in meinem Leben. 83 km/h mit dem Rad, zwar Berg runter, klar, aber trotzdem, also das Ding ist wirklich ziemlich flott. Kilometer gefahren. Ich mache jetzt hier mal Pause, kurz vor Hanau irgendwo. Und leider ist die Action-Cam gerade ausgegangen, da war der Akku leer. Den lade ich jetzt mit der Powerbank. Ich würde die gerne zwar direkt an die Powerbank schließen, aber da müsste ich das Kabel außen lang führen und die ist ja hier, könnt ihr ja sehen,
ja, in dieser Hülle und da müsste ich dann ein Loch bohren und so. Und bei der Fahrt beim Geruckel ist das, glaube ich, eh nicht so gut. Das heißt, ich lade jetzt erstmal auf. Ich werde also nicht die ganze Strecke abfilmen. Aber das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Also erstmal kleine Pause. Ja, da liegen jetzt einige Kilometer schon hinter mir. Und ich habe euch eigentlich noch gar nicht so richtig meine Seifenkiste vorgestellt. Ja, wollte einfach mal einen Blick da reinwerfen. Ich zeige euch das mal, wie das alles so aufgebaut ist, wie das funktioniert und wie diese Kiste eingerichtet ist. So, hier ist also das Velomobil, ja. Das ist ein verschaltes Fahrrad, ein sehr aerodynamisches Fahrrad. Hier natürlich mit Dach habe ich noch frisch gebastelt, damit man während der Fahrt nicht nass wird. Und für zusätzliche Aerodynamik dazu auch ein Frontvisier. Und ja, hier haben wir den Sitz. Hinter dem Sitz kann man viele Sachen verstauen. Ja, das ist jetzt leer. Hier zum Beispiel ist so ein kleines Kästchen mit Flickzeug und Werkzeug. Dann haben wir hier ein Tachometer, ja, damit man sieht, wie schnell man fährt, was man am Tag geschafft hat. Hier kann man die Lichtanlage ein- und ausstellen. Hier zum Beispiel haben wir einen Blinker. Links blinken, rechts blinken. Hier haben wir ein Licht fürs Fahrrad innen. Ja. Und das reicht eigentlich. Das ist so eine Lichterkette, so ein Stück von einem Lichterschlauch. Den habe ich hier angeklebt. Ja. Und das reicht dann nachts, wenn man nachts fährt. Und dann ist es jetzt auch nicht so anstrengend für die Augen. Das Rotlicht ist recht angenehm für die Augen. Das geht dann alles hier in diese Powerbank. Die hat 100 Watt. Hier ist noch ein Verteiler. Ja. Und dann habe ich hier noch dran geschlossen, um die Powerbank hiermit betreiben zu können, so ein Umwandler. Ne? Da wird 5 Volt zu 9 Volt umgewandelt, sodass eben die ganze Lichtmaschine funktioniert. Zusätzlich haben wir auch noch Stereo-Sound, habe ich euch ja gezeigt. Während der Fahrt entspannt Musik hören. Ja, und eine Kamera, ja, die filmt mich dann während der Fahrt, auch ein Mikrofon, hier sind Getränkehalter, hiermit lenkt man übrigens, ja, hier kann man die Gänge einschalten und bremsen. Ja. Und da vorne, ja, ihr seht, das ist wirklich ein Fahrrad, rein muskelbetrieben, sind die Pedale, ja, das ist also kein Motor eingebaut. Der einzige Strom ist, wie gesagt, für Lichtanlage, Musik. Ja, ich bin jetzt knapp 6 Stunden unterwegs und habe ja ziemlich genau oder knapp 100 Kilometer jetzt auf dem Tacho. Das macht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von in etwa 17 km/h brutto, also mit Pausen und allem. Und ich habe oft anhalten müssen, weil die Elektronik hier... ich muss ja wegen der Elektronik mal gucken, die Kameras, da war der Akku leer, das Mikrofon ist runtergefallen, das habe ich jetzt hier mal provisorisch positioniert, das sieht man nicht, ich kann jetzt auch keine Kamera halten, es ist wie gesagt nicht wie bei meinem Knicklenker-Liegerad, wo man beide Hände frei hat, das ist gerade hier in der Stadt viel zu gefährlich, aber wie gesagt, ich hoffe man sieht mich und hört mich gut, jetzt fängt es langsam wieder an zu regnen oder zu hageln, es fängt gerade an zu hageln, aber ich bin ja hier gut bedacht und da sind wir eigentlich auch bei dem, was ich hier gerade noch mal loswerden wollte. Und zwar ja, ein Velomobil. Jetzt kann ich schon wieder halten. Jetzt sind gerade die Autos über die Ampel gefahren. Also es ist wirklich ganz zäh, das Vorankommen. Da kann man die Vorteile des Velomobils nicht richtig ausschöpfen. Ja, was sind denn die Vorteile oder was macht so ein Velomobil aus? Ein Velomobil ist im Grunde ein verschaltes Fahrrad, also ein Fahrrad mit Verkleidung. Und diese Verkleidung
die ist eben, hat diesen Effekt, dass sie sehr aerodynamisch ist. Also man kann sich das vorstellen wie ein Flugzeug ohne Flügel oder ein Bob, ja. Und warum nicht eben Flugzeug oder Bob, Kanu, warum sind die alle aerodynamisch und warum sind Fahrräder in der Regel nicht aerodynamisch? Ja, wahrscheinlich haben die meisten Angst damit zu fahren, aber die allermeisten kennen sowas gar nicht. Und ich finde, das ist eigentlich total genial. Ein aerodynamisches Fahrrad, ein Velomobil, welches mit entweder geringerer Kraft, mit viel geringerer Kraft genauso schnell wie ein normales Fahrrad gefahren werden kann. Oder eben mit normaler Kraft kann man da locker auf gerader Strecke 33, 34, 35 km/h schnell fahren. Das war auch eigentlich der Plan, aber wegen den ganzen Ampeln, jetzt geht es endlich weiter und Pausen nicht machen musste. Ich muss ja auch mal pinkeln, ich muss ziemlich oft auf Klo irgendwie. Und auch weil ich fahre ja ohne Navi, muss ich ab und zu mal auf die Karte gucken, wo ich überhaupt bin. Ich bin den Weg noch nie gefahren. Jetzt habe ich doch nur eine Bruttodurchschnittsgeschwindigkeit, die in etwa der Hälfte entspricht. Also wie gesagt, 17 km/h. So, hier bedrängt mich jetzt gerade einer. Das ist aber das erste Mal. Ich muss sagen, die Autofahrer sind sehr rücksichtsvoll. Die haben wohl einen heiden Respekt vor so einem Gefährt. Ja, also wie gesagt, der erste Vorteil von diesen Rädern, sie sind sehr aerodynamisch, kann ich mal endlich den Gang hochschalten und dadurch in der Regel viel schneller als ein gewöhnliches Fahrrad, auch als ein gewöhnliches Liegerad. Der zweite wesentliche Vorteil, es hat gerade gehagelt, ich bin nicht nass geworden, ich habe keine Hagelkörner auf den Kopf bekommen, auch hier drin ist alles trocken, ne? Ich habe hier diese Foam, was heißt das immer auf Deutsch? Schaumstoff, diese Schaumstoffhaube, ja. Und die hat eben den Effekt, dass sie eben auch nochmal zur Aerodynamik beiträgt, aber eben auch für ein warmes Klima hier drin sorgt und eben, dass ich nicht nass werde. Ne? Also auch nochmal ein super toller Vorteil. Man kann also bei jedem Wetter fahren, selbst im Winter. Wir haben jetzt, es ist jetzt nicht so kalt, wir haben vielleicht 4-5 Grad. Aber selbst wenn wir unter Null wären, würde ich jetzt hier mit kurzer Hose fahren können. Es wird einem hier drin nämlich sehr schnell warm. Man kann das mit eigener Körperwärme gut beheizen. Hier stinkt es jetzt gerade draußen, keine Ahnung. Irgendwelche Klärwerke sind hier. Ja, also wie gesagt, es ist nur ein Wetterfahrrad. Ja. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich es mir gekauft habe. Weil es regnet einfach so viel. Ich bin jetzt seit 7 Wochen wieder in Deutschland. Ja. Boah, der drängelt aber dahin. Okay, ich bin seit 7 Wochen in Deutschland und es ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Ich habe mitgezählt, das ist kein Witz. Das hat in diesen 7 Wochen hat es 3 Tage nicht geregnet. Ja. Und es ist sehr komfortabel. Ich habe halt hier eben auch ziemlich viel Kram drin. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren wesentlichen, tollen Vorteil von diesem Bike. Und zwar ist es eine sehr ökologische Fortbewegungsmethode. Ja, realistisch. Also jetzt als Pendlerfahrzeug über mehrere Kilometer. Ökologisch, weil es eben mit reiner Muskelkraft betrieben wird. Logo. Reines Fahrrad, ohne E-Motor, ohne Pedelec. Und es ist auch ich habe das mal ausgerechnet, es ist die günstigste Fortbewegungsmethode der Welt. Also auf jeden Fall die günstigste, die mir bekannt ist. Weil wenn ich jetzt diesen Weg, diese 1000 Kilometer oder diese, das ist nochmal mehr als 1000 Kilometer nach Ungarn zu Fuß gehen würde, dann müsste ich durchschnittlich, glaube ich, so zwei Paar Schuhe kaufen, vielleicht sogar mehr, aber sagen wir mal gute Schuhe. Ja. Wenn ich Glück habe, kann ich das zweite Paar noch ein paar Kilometer danach tragen. Also durchschnittlich so 2 Paar Schuhe und die wären schon teurer als 1 bis 2 Ersatzschläuche, die ich jetzt hier mit einkalkuliere bei der Strecke. Und die Reifen halten eigentlich das Dreifache der Strecke hin und zurück.
Also sind vielleicht 7 Euro, 8 Euro, maximal 10 Euro nach Ungarn mit diesem Fahrrad an Verschleiß. Ja, Sport, Bewegung ist wirklich super gesund, wichtig auch. Die meisten bewegen sich einfach zu wenig. Ja, setzen sich dann in ihr Auto, fahren von A nach B. Ich sehe zwar hier und da mal ein paar Radfahrer, aber sagen wir so, die langen Strecken, da bewegt man sich schon viel. Wenn man sich dann noch gesund ernährt, das ist super. So, ich bin hier in Miltenberg beim Biomarkt, ja. Durch Zufall gefunden, hier tanke ich auf, hier werde ich was zu essen kaufen. Ist übrigens eh eine interessante Frage, was ich heute gegessen habe, das kann ich euch sagen. Ziemlich viele Bananen, ich glaube 6, 7 Stück an der Zahl. So, also ein paar Rohkostriegel, ja, also Kakao, proteinreich. Ein paar dicke Bohnen und Dattelschokolade, die ist total lecker, die werde ich euch morgen mal zeigen. Ja, da habe ich heute, ich habe ja nicht so viel Zeit, es geht gleich die Sonne unter, ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich heute ans Ziel komme, es bleibt spannend, aber jetzt werde ich hier erstmal beim Bioladen etwas Kleines für unterwegs einkaufen, weil viel kann ich ja nicht mitnehmen. Na, zusätzlich Gepäck bedeutet langsamere Fahrt. So, für 9 Euro habe ich leckere Rohkostoliven gekauft, ja, 100% raw, 5 Euro. Über 1000 Kalorien, leckere Oliven. Dann habe ich hier 3 Äpfel, 3 Bananen, Kurkuma, ja, total super, und ein paar grüne Erbsen. Ja. Hallo, welcome back. Ja, ich bin hier in Wertheim auf der Nibelungenstraße, auch bekannt als Deutsche Fachwerkstraße. Ich habe jetzt hier auf dem Tacho 140 Kilometer draufstehen. Da geht noch was heute. Gereist wird im Übrigen ohne Navigationssystem. Das vorhandene Tablet habe ich mir extra für die Reise gekauft, um nicht so viele Zettel ausdrucken zu müssen, auf denen die Route abgebildet ist. Es ist ja schon eine lange Strecke und so kann ich mir dann eben die Karten offline auf dem Tablet anschauen, was die ganze Zeit im Flugmodus ist. Geht seit 3 Kilometer nur bergauf. 14% Steigung oder sowas. Anormal. Wenigstens zwischen Wald, frische Luft. So, ich bin jetzt über 11 Stunden unterwegs. Ja. Und bin jetzt hier in Würzburg, schaut mal hier, ich hoffe man kann es sehen, in der Nacht stellt die Kamera nicht so gut scharf, aber da hinten ist die, ist eine große Burg, ich weiß gar nicht wie sie heißt, die Würzburg. Das ist so mein Tagesrekord, 185 Kilometer an einem Tag mit dem Rad, das ist auf jeden Fall mein Rekord und ich fahre jetzt schon lange Fahrrad und auch Touren. Also mit dem Flevo waren es glaube ich so 160 oder 170 Kilometer, die ich an einem Tag gefahren bin. Bei meiner Reise nach Hannover von Köln. Aber 185 Kilometer bin ich auf jeden Fall noch nicht gefahren. Ja, und dann? Was ist dann noch passiert? Ich denke, ihr müsst euch gedulden, ja. Diese Folge ist schon viel zu lang geworden. Das heißt, es wird noch eine zweite Folge geben. Da geht es dann weiter mit dem Fahrrad Richtung Ungarn. Und was alles noch auf dem Weg passiert, wo ich schlafe, was ich erlebe und ob ich es überhaupt schaffe, ja, das erfahrt ihr dann
in der nächsten Folge bzw. in den kommenden Folgen. Es bleibt spannend hier beim Seele-Projekt, hier bei Raw Future. Ja. Und alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, auch an alle Fahrradfreunde, diesen Kanal hier, diesen YouTube-Kanal Raw Future zu abonnieren, kostet nichts. Ja, ist rein kostenlos. Hier gibt es viele Tipps, Tricks rund um das Leben im Einklang mit der Natur. Ja, Selbstversorgung, autarkes Leben, Radreisen natürlich, aber auch Rezepte, vegane Rezepte, Rohkostrezepte und. Ja, hier kann man viel Wissenswertes, sehr viel Nützliches fürs Leben lernen, sehr viel Neues auch erfahren. Ja, ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und schaut auch mal in die Videobeschreibung. Ja, ich freue mich natürlich immer sehr über eine Aufmerksamkeit und hinterlasst auch einen netten Kommentar. An der Stelle, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute. Bis bald.